Quartier benimmt sich im Augenblick noch seltsamer als sonst, meint ihr nicht auch? Ganz meine Meinung. Ständig schreibt er in sein kleines Notizbuch. Manchmal habe ich den Eindruck, er beobachtet mich. Schönen Tag. Interessant. Hi. Was habt ihr für Neuigkeiten? Mir sind im Wald vor kurzem ein paar Goblins begegnet. Widerliche kleine Biester. Abscheuliche Kreaturen. Ich hoffe, ich begegne nie wieder einer. Auf Wiedersehen. Besten Unterhaltungen hier. Mit der Dienerschaft. Wie heißen die eigentlich? Okay. Wärst du so gütig, endlich was zu unternehmen? Die Gespräche zumindest waren schon mal nicht schlecht. Wir können uns ja auch mal mit denen unterhalten. Wie kann ich euch behilflich sein? Der Graf empfängt euch jetzt nicht. Weder jetzt noch in Zukunft. Er empfängt niemanden. Ich bin Mercator Hausidus, sein Majordomus. Ich denke, das ist alles, was ihr zu wissen braucht. Okay, was meinst du zu Glartir? Ich will ja nichts sagen, aber er ist schon etwas mehr als nur ein bisschen seltsam. Er wurde aber schon immer als der hiesige Exzentriker geduldet. Okay, ja gut, dann gehen wir da weiter. Auch ihr. Der hat echt nichts Besseres zu tun, als alles anzustarren in der Gegend und sonst nichts. Das ist wohl das Bild des Grafen. Aber nicht von mir. Ich bin zwar der Graf Muku, aber habe hier leider kein Schloss. Das wäre eine coole Sache. Aber ja. Geht wohl nicht. Lei, 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 lei. Ach komm. Ich glaube, die Quest könnte man auch machen, wenn man jeweils komplett bis Mitternacht wartet und Glartir Bericht erstattet. Aber ihr seht ja, Schleichenfertigkeit können wir so auch verbessern. Und es spielt sowieso keine Rolle, wenn wir gesehen werden. Ich denke, ich folge dem mal runter und dann spule ich vor bis Mitternacht, weil sonst ist wirklich viel zu langweilig. Oh, dort unten ist das Oblivion-Tor und das sieht aus wie ein großes. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Die Partikeleffekte laggen, aber ich glaube, das liegt nicht hier an meinem Spiel, weil die Flamme hier ist ja auch ziemlich gut. Flüssig, meine ich. Ziemlich gut. Eine ziemlich gute Flamme. Lalalalala. Ja. Nein, wo ist er hin? Genie. Was zum Teufel? Okay, was war das? Irgendjemand, der stirbt, das ist nicht so schön. Es sei denn, er ist natürlich mein Opfer in der dunklen Bruderschaft, aber ansonsten... Oh, ihr wollt, dass eure Wunden und Krankheiten geheilt, eure Attribute wiederhergestellt werden? Lest den Ladescreen nicht, denn er ist viel zu schnell vorbei. Ja, oder so ähnlich ist die Moral der Geschichte. Der ist schon wieder in der Westebene draußen, ernsthaft. Wow. Ich sag nur Stiefel mit Fallschadenschutz. Oder sowas ähnliches. Hä? Okay, das macht mal gar keinen Sinn. Egal. Am Schluss beobachten die Glartier tatsächlich noch und ich verpeil's, weil ich ständig
vorspule, aber nö. Verdammt, wie komme ich da jetzt wieder rauf? Gut, mit meinem awesome Sprungfertigkeiten sollte das eigentlich zu schaffen sein. Oder auch nicht. Egal, dann springen wir halt hasengleich durch die Spielwelt. Yay! 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 Okay. Wo ist die Kapelle? Die... Seid gegrüßt, Bosma! Ach, sei auch gegrüßt, Liege der Vorsichtige. Aber... Meine Kinder hungern. Bitte helft mir. Was hat denn der für einen Akzent? Oh, eine Schmiede. Cool. Leider können wir das Zeug hier nicht bedienen. Das wäre ultimativ cool, aber leider gibt's das erst in Skyrim. Ach man, Schmieden hier, das wäre so awesome. Weil dann könnte ich mir eine richtig fette Rüstung zusammenbauen. Und auch Waffen und Zeug. Oh ja. Aber... das ist uns leider nicht vergönnt. Und deshalb warten wir jetzt mal 6, nein, das ist zu viel, 5 Stunden. Bis der gute Glartier hier auftaucht und dann können wir die Quest etwas pushen und dann geht es nicht so ewig lange. Hallo Glartier. Erzählt mir, was ihr über Tutius Sextius in Erfahrung gebracht habt. Also, was zum Teufel? Das spielt nun keine Rolle mehr, er ist tot. Was? Er beobachtet euch nicht, ich habe noch nichts zu berichten. Er beobachtet euch nicht. Wirklich? Ihr sagt, dass weder Bernadette Pinelis noch Tutius Sextius an dieser Verschwörung gegen mich beteiligt sind? Kaum zu glauben. Tja, was ist mit der Belohnung? Ja, das Gold, das ihr so hoch schätzt. Ich frage mich nur, welchen Preis der Verrat. Ach, nichts. Wir werden sehen. Und da ist noch jemand. Ach so. Was soll ich für euch tun, außer irgendwelchen Leuten hinterherzulaufen? Kennt ihr David Cyrillier? Ja, vom berühmten Weingut der Cyrillias. Säule der Gemeinschaft und so weiter. Wer würde ihn jemals verdächtigen? Eine perfekte Tarnung für den Anführer der ganzen Verschwörung. Er beobachtet mein Haus ununterbrochen. Ihr werdet schon sehen. Er geht jeden Morgen aus dem Haus, beobachtet ihn und erstattet mir Bericht um Mitternacht wie immer. Sorgt dafür, dass er euch nicht bemerkt. Klar, klar, klar. Hast du uns noch was zu sagen zu dem guten Herr Cyrillier? Das Haus der Cyrilliers liegt fast direkt neben meinem. Ein großes Haus mit einem Hof, von dem man jede meiner Bewegungen genau beobachten kann. Okay. Seid vorsichtig. David Cyrillier ist der Anführer. Ihr dürft euch nicht dabei erwischen lassen, wie ihr ihn beobachtet. Naja, der Klassiker. Jetzt kommt der Anführer. Wollen wir eigentlich mit dem hier mal drüber sprechen? Wir sind hier, um zu helfen. Ihr habt mir etwas über diesen Fall... Wobei, nein. Ganz wie es euch beliebt. Schönen Tag. Ich will mal schauen, vielleicht gibt es ja tatsächlich eine Verschwörung. Wäre zwar etwas seltsam, aber man weiß ja nie. Shamir. Wo ist das Haus von dem anderen? Müsste ja eigentlich auch hier irgendwo sein. Hier ist das Haus von Glartier. Salmo. Wie zum Teufel will man ihn beobachten? Von wo denn bitte schön? Hier kommt Glartier und irgendwo hier sollte das Haus sein. Was zur Hölle? Ich komme nicht durch. Nein! Okay. Hier über die Mauer. Ach ja, Haus der Cyrillier, Brüder. Kann man hier was machen? Nein. Ist eine Textur in der Luft? Ah nein. Das ist schon richtig so. Ein kleines Vögelchen zwitscherte mir ins Ohr, dass ihr euch in der ganzen Stadt nach Glartier umhört. Unser hiesiger Exzentriker. Ich möchte gerne wissen, warum.
Wollen wir dem helfen? Ach ja, das können wir ja sagen. Lasst mich euch einen Ratschlag geben. Glatir ist verrückt. Bis jetzt verrückt und harmlos, aber ich behalte ihn im Auge, weil das meine Aufgabe ist. Ihr solltet euch besser nicht mit ihm einlassen. Es ist mir egal, wie viel er euch zahlt, das ist die Sache nicht wert. Wie gesagt, er ist verrückt. Weil ihr so zuvorkommen wart, mir die Wahrheit zu sagen, will ich es euch mit gleicher Münze vergelten. Ich möchte euch bitten, mit einer Wache zu reden, wenn er euch um etwas Seltsames bittet. Okay, also wir könnten mit einer Wache reden. Und ich würde sagen, nachdem wir die Surilie-Brüder beobachtet haben, können wir das eigentlich mal melden. Schlagen wir einfach mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Mal schauen, ob die Surilie-Brüder auch so lange brauchen. Man weiß ja nie. Ach ja, und schon entdeckt. Das finde ich doch schön. Ach ja, die sind außer Haus. Oder nicht? Nein, sind sie nicht. Oder? Irgendwie sieht so aus, als wären sie da unten, aber gleichzeitig dort. Was zur Hölle? Das Dumme ist, ich habe einen Pfeil auf Glartier und einen Pfeil auf die Surilie-Brüder. Ich bin ganz Ohr. Ich glaube, hier ist einfach der Treffpunkt markiert. Yep. Fürs Reden ist keine Zeit. Ja, das ist klar. Einfach mal die Akrobatikfähigkeit verbessern. Und warten, bis die guten Surilie-Brüder rauskommen. Ich meine, wir können ja warten, weil anscheinend beobachten sie ja den ganzen Tag. Was der Glart hier so treibt, aber da glaube ich noch nicht so dran. Okay, einer geht dort runter. Und macht genau solch unspannende Dinge, wie sie sonst so tun. Und wir hüpfen wieder hasengleich durch die Spielwelt. Oh yeah. Das war wieder Let's Play Oblivion mit eurem Count Mooku. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.